erstmal hallo YouTube. Wir werden heute schauen, ob wir mit Shop Refreshes mehr bekommen als mit einem Premium-Paket. Das heißt, wir müssen 11 MS schlagen, indem wir 750 Kristalle in den Shop investieren. Das heißt, wir müssen 250, ich muss 250 mal auf diesen Knopf da oben drücken. Und dann zählen wir, was wir alles für Sachen bekommen. Genau, jetzt ist es ruhiger. So, und danke für den Follow, Dirk, der Bot. Ja, also kriegen wir aus 250 Shop-Refreshes mehr MS raus als aus einem Premium-Paket. In der Vergangenheit war es so, aber ich denke, ich weiß es, im letzten Video, als wir es zum letzten Mal gemacht haben, ist schon ein bisschen her, ein paar Monate, da haben wir weniger rausbekommen. Das war voll enttäuschend. Also ich habe gesagt, die Rate wirkt irgendwie schlechter als vorher, deswegen, hab letztens 19 MS aus 250 Refreshs bekommen, dazu noch ein paar Pieces. Nice! Mal sehen, wie es bei uns heute abläuft. Das ist halt mein Baby-Account. Der hatte in der Vergangenheit nicht so viel Glück. Schauen wir mal. 3, 2, 1, let's go, baby! Ich darf noch nichts überspringen, aber momentan laggt es nicht. Damals in den Videos hat es so ein bisschen gelaggt und ich glaube, ich habe einmal aus Versehen eine MS oder so geskippt oder so. Erste MS! Ich schreibe mir das auf. Vielleicht könnt ihr immer einen Sound machen, wenn wir irgendwas bekommen. Das wäre lustig, wenn das irgendwer machen würde. Hast du LBs? Wenn ja, gönn dir eine Mihail und ein Five, würde ich sagen. Rika. Ich habe eine LB, glaube ich. Nur eine. Taki streamt gerade. Wer ist das? Rika aus LB. Soll nur 69 Cent sein. So, jedenfalls haben wir jetzt eine MS bekommen. Machen wir mal weiter. Ein paar Pieces wären auch ganz gut. Ich habe hier leider nicht so viele Pieces. Ich habe mir vorher auch ausgerechnet, wie viele Kristalle wir am Ende noch übrig haben. Das sind 19.261, damit ich nicht zu viele irgendwie öffne oder so. Aber ich denke, das geht relativ flott hier. Ich erinnere mich, dass ich damals aus Versehen so eine richtig schlechte Rune gekauft habe für 400.000 Mana oder so. Ist eigentlich ein Witz für mein Mana-Verhältnis. Aber ich habe mich voll geärgert. Damals habe ich das Ganze irgendwie noch viel ernster genommen. Da habe ich auf eine so geklickt und habe die mir angesehen und habe dann irgendwie auf Kaufen gedrückt. Ich weiß auch nicht warum. Das war ein Fail. Zweiter MS, wow. Geht voll schnell irgendwie. Ich raste aus, Kumpel von mir hatte gerade Fermion bekommen. Der hat jetzt alle Erzengel und ich keinen. Was? Der hat auch Atramiel? Das ist so heftig. Ich habe irgendwo mal gehört, dass wenn man immer die unbekannten Rollen holt, soll die Chance steigern. Stimmt das? Nein, also könnte ich mir nicht vorstellen. Wir haben so viele Rituale und Möglichkeiten getestet und nichts davon hat irgendwann jemals gestimmt. Hab jetzt zwei Legis und morgen direkt nochmal TOA. Viel Glück, wenn du dann beschwörst. Jack hat das vor ein paar Tagen auch gemacht. Und er hat irgendwie 4 Stunden gebraucht und er hatte weniger als du, also sei gefasst. Morgen TOA, freue mich schon, mit meiner Rika da durchzulaufen. Ja, mit Rika ist das voll easy. Ich habe irgendwie, weiß ja nicht, so die Lust an TOA verloren. Also ich meine, ich glaube, die wenigsten haben Lust darauf. Die meisten machen das nur wegen der Belohnung. Aber ich habe auf meinem Hauptaccount jetzt irgendwie fast alles. Wow, dritte MS. Voll gut. Auf meinem Hauptaccount habe ich jetzt irgendwie fast alles. Ich habe letztens gesagt, mir fehlen nur noch, also von Wünschen. Ich brauche die nicht, aber Wünsche. Bestat. Und Barat. Und das war's eigentlich. Rika finde ich auch cool. Und eigentlich auch noch Amelia. Aber eigentlich habe ich alles, was ich mir wünsche. Shop Refresh ist viel besser. Mach ich auch immer. Vielen Dank für die Spende, Street Fighter 19. 19,31 €. Ich mag keine ungeraden Zahlen. Ich erinnere mich. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ah ja, damals da hatten wir auch immer ungerade Zahlen und dann hast du was rausgehauen. Vielen, vielen, vielen Dank. Du bekommst ein kleines Herz. So. Rika ist cool. Guckst du YDCB? Ja, habe ich früher immer geschaut. Aktuell habe ich so null Zeit. Also ich habe schon vor lange keine YouTube-Videos mehr geschaut.
Wen würdest du mehr empfehlen für Giants B10? Wasser oder Windbaba? Kommt auf dein Team an. Beide sind da sehr gut. Du könntest auch beide zusammen benutzen. Also, beide sind sehr gut. Machst du mit beiden eigentlich nichts weit. Hi, bin neu hier. Viele Grüße. Nein, willkommen hier. HWLS. Fun Fact: Habe noch nie eine Pfeife aus MS bekommen. Nur aus Kristallbeschwörung und legendären Schriftrollen. Damn. Und Glückwunsch zum Sixter Barat. So, weiter geht's. Ich will noch irgendwas Cooles bekommen. Ein paar Pieces vielleicht. Wir haben noch kein Piece oder so bekommen. Wobei, mit den MS bin ich auch zufrieden. Beschwörung für dich, Helen. Wann denn? Werde ich in den nächsten Tagen aufnehmen. Dann alle Kristalle raushauen. Wirklich, ja, alle. Alle. Alle komplett hier raushauen. Ist ja mein zweiter Account. Und das ist so meine Weihnachtsbeschwörung für mich. Weil ich auf meinem Hauptaccount halt kaum Platz habe und naja, eigentlich noch viel zu tun habe, Wähler und so. Will ich hier auf meinem Baby-Account das als Weihnachtsbeschwörung für mich machen, alles raushauen, wirklich alle Kristalle in MS umwandeln. Und dann gibt es ja noch die Weihnachtsbeschwörung für euch. Wir haben einige auf Instagram geschrieben. Wenn ihr noch teilnehmen wollt, schreibt mir auf Instagram. Ich heiße da genauso wie hier. Also dann beschwöre ich für euch an Weihnachten. Da gibt es eine schöne Weihnachtsbeschwörung. Da freue ich mich drauf. Die war immer sehr schön jedes Jahr. Ja. Hab gestern meine dritte Juno bekommen. Oh no. Ja, warum habe ich nicht dran gedacht? Ich glaube, mein Necro-Team wird vor Dragons laufen. Das ist krass. Wobei, Necro ist gar nicht so schwierig. Also, wenn man die passenden Monster... Oh, gut. Steine. Wenn man die passenden Monster hat, muss man ja nicht so auf Speed achten. Von daher, also wenn man die passenden Monster hat und wenn man, naja, eigentlich bräuchte, oh mein Gott, what the fuck, eigentlich bräuchte man ja schon irgendwie so Gewaltruhen. Deswegen ist es eigentlich meistens andersrum, dass man erst Dranks hat und dann Necro. Aber naja, wenn es ja andersrum klappt, ist auch gut. Ich habe letztens auf Reddit voll das lustige Team gesehen. Das war ein, was war das, ein Bestienjäger und ansonsten nur Rogues in der zweiten Erweckung. Das war so lustig und das ging richtig ab. Und das kostet halt mega viel Zeit, das zu bauen, aber es war schon cool, muss ich sagen. Noch eine MS. Damn, sieht gut aus. Hey, bin auch da, was habe ich verpasst? Pikachu der Dritte, wir hauen gerade ein paar Kristalle in den Shop rein. Und gucken, ob das besser ist als ein Premium-Paket. Weil ich in den nächsten Tagen meine ganzen Kristalle raushauen werde. Und ich wette, ich ziehe hier den Panther. Das Panther-Girl. Ich habe den Namen vergessen. Bestien irgendwas. Ja. Also ich bin so gespannt, was ich hier ziehen werde. Vielleicht ist der Account ja nicht so gesegnet wie mein Hauptaccount. Danke für den Follow, Sternstaub 1988. Erwähne nie wieder Wähler. Ich halte die Klappe. Ich habe Lauren Sixter dafür gemacht. Lauren ist auch richtig gut. Also passt da auch ganz gut. Damals war die halt noch nicht so, als ich mir das Team damals zusammengebaut habe. Da wollte ich unbedingt eine Rakshasa und ich hatte keine Qua. Und dann kam, Gott sei Dank, Ran Hall of Hero. Und die ist ja sogar besser da als Qua. Also habe ich mich mega gefreut. Ich habe Wasserbestienreiterin gestern aus legendären Schriftrolle bekommen. Hab mir dafür die letzten Schrüge gekauft und den Five gecallt. Hatte dann die Wahl zwischen Diana und Wasserreiterin. Fand die neue einfach spannender. Oh, das wäre so hart gewesen, wenn ich Diana oder die neue bekommen hätte. Also bevor ich Diana hätte, gezogen hätte. Das wäre so krass gewesen. Die neue ist halt mega verlockend. Aber Diana ist so mein Traummonster gewesen. Damn. Schwierig. Aber cool, dass du dich für die entschieden hast. Auf jeden Fall mutig. Bin ich der Einzige, der Dark Cowgirl bauen will? Ich habe eine im Lager rumliegen. Und hey, Paul Weber, guten Abend. Auch zurück. LDNet5, Diana kommt bestimmt bei deinem Lager. Ich hoffe nicht, ne? Ich hab ja Gott sei Dank kaum LDs. Wenn du was ziehst, was ich mir wünsche, du wirst danach nie wieder starten. Ich hab's mir schon gedacht. Was ist euer Traummonster? Schreibt's mal rein, was euer größtes Traummonster ist. Also das, was ihr euch am meisten wünscht. Das ihr jetzt nicht besitzt, sondern wenn ihr jetzt eins aussuchen könntet von allen Monstern im ganzen Spiel, egal ob's normales Element oder LD ist, schreibt's mal rein. Was euer Lieblingswunschmonster ist.
Wir sind bei 19.717, wir können bis 19.261. Und wir haben die Hälfte schon geschafft. Ich habe damals Dark Bomber bekommen, aber gefoodet. Ich finde den ganz interessant. Den könnte man sich eigentlich auch mal bauen als Fantoi. Der ist ganz lustig. Also in so Killer-Teams in RTL geht der richtig ab. Da brauchst du aber ein gutes Team und gute Runen. Laura, Lichtdruide, Artamiel, Diana, Laura. Boah, zwei wollen Laura. Ich finde Laura voll cute. Also die ist, eigentlich ist die gar nicht so beliebt wie viele andere LDNet5s. Erstaunlich, dass sie hier zweimal genannt wird. Ich finde die schon cool. Und ich mag die auch. Ich würde mich so freuen, wenn ich die ziehen würde. Noch einer ist. Aber es gibt bessere. Viel bessere. Giana ist eigentlich mein Traumwunsch-LD-Monster. Lucifer. Ich hätte auch gern Lucifer. Wow. Aber eigentlich nur wegen des Namens. Ich weiß nicht mal, was Lucifer genau kann, weil ich habe noch nie gegen ein Dings gekämpft. Doch in RTA gegen euch. Also mit euch zusammen. Da habe ich mal gegen einen gekämpft, aber nie so echt. Echt im Kampf im GK oder so habe ich noch nie gegen einen Dämon gekämpft. Oh mein Gott. Die MS-Rate ist richtig cool heute. Vela. Dark Erzengel. Dann habe ich alle. Oh cool. Alle Druiden. Vela und Akroma. Kadis. Also bei mir wäre jeder Erzengel recht, aber ich bekomme keinen. Vielleicht kriegst du irgendwann einen. Ich hatte auch voll lange keinen Erzengel und jetzt habe ich. Ich habe alle drei. Stimmt. Ich habe alle drei. Ich habe alle drei normalen Elemente, habe ich. Fehlen noch die LD-Varianten, die wahrscheinlich nie kommen werden. Ja, die werden nie kommen. Wir haben keine LD-Piece bekommen, also hier wollen wir wahrscheinlich keine LD öffnen. Das ist gut so. Ich will nämlich hier keine LD in den Fall ziehen, das wäre sad. Das wäre echt sad. Puh, finde Praha super schick. Durch den neuen Buff, echt krass. Ich habe keinen Healer. Du brauchst eine Shazoon. Aber Erzengel sind richtig gut. Also ich mag die total gern. Die machen das Ganze einfach mega sicher. Und wenn man... Oh mein Gott, okay. Also aktueller Stand. Für die jetzt nicht mitgezählt haben. Ich denke, keiner hat mitgezählt. Wir haben schon 11 MS gezogen. Also gekauft. Jetzt schon. Und wir haben noch etwa 360 Kristalle vor uns. Wow. Also, nach ein bisschen mehr als der Hälfte von Kristallen haben wir eigentlich schon das Premium Pack rausgeholt. Wow. Jetzt versucht er uns aufzumuntern, aber wir machen uns alles selber, unsere Wünsche nie in Erfüllung gehen. Nein, sagt sowas nicht, Schwesterlein. Hey, Apex. Ich würde mir Wunza und Chiwo wünschen, dann hätte ich alle Pioniere. Die sind aber so mega ähnlich, ne? Moin, Herren, bin zum ersten Mal hier. Feier dein Stream, mach weiter so. Dankeschön! Illinus. Ne, Illi, doch, Illinus. Und hey, Johnny Dixon. So, eigentlich habt ihr schon gewonnen, aber wir müssen ja besser sein als im Premium Pack und das sind wir erst, wenn wir noch eine MS bekommen. Also für alle, die MS wollen, heute rufen die Shops irgendwie danach. Wow. Das ist extrem. Okay, also, da alle bis auf einer, auf ja, war es einfach Linus, aber okay. Ach so. Ja, dann hast du drei L's bei deinem Namen. Das ist so schwierig, diese I's und L's zu unterscheiden. 7 Leute haben jetzt gewonnen. Glückwunsch. Hier sind eure Nekos. Könnt ihr direkt was raushauen. Habt nur 15 Kristalle. Oh. Was war eure größte Beschwörung, die ihr je hattet? Wie viele MS habt ihr rausgehauen? Das würde mich interessieren. Ich weiß gar nicht, wie groß meine größte war. Ich habe große Beschwörungen eigentlich immer gehasst. Weil man, also nicht wegen der Anzahl an Schriftrollen, sondern wegen dem Entwickeln im Lager. Das hat mich mega aufgeregt, weil das immer so lange dauert. Und wenn ich es für mich machen würde, dann wäre es okay. Aber für Videos, what the fuck, was ist hier los mit diesen MS? In Videos ist das so nervig. Immer hin und her, weil mein Lager ja fast immer voll war. Das war so schlimm. Ah. Aber am Ende kamen halt meistens immer schöne Sachen raus. 900 MS! 900
Oh mein Gott. Egal wie viel du vorher aufgeräumt hast, du musst 100% entwickeln, weil dein Lager nicht so viel Platz hat. Aber Mann, ey, das ist echt schlimm. Das ist richtig schlimm. Danach hat man mega viel Arbeit. Ah, wenn man Spielen Arbeit nennt. Ah. 120, 300 ms, keine Fall. Oh, das ist sad. Das ist echt traurig. Ich meine, Durchschnitt ist so 200. Wir haben noch keine gute Rune bekommen irgendwie. Durchschnitt ist ja so 200 ms pro 105. Aber 350 und keins hatten wir auch schon in Videos. Das ist immer richtig frustrierend, weil man dann eigentlich davon ausgeht, dass hier mindestens eins kommt. Und man hofft dann so insgeheim noch, dass ein zweites kommt. Und dann kommt letztendlich so gar keins. Das tut so weh. 69 in einem B-Day-Video. Schwesterlein. Und Leona, die Dark Paladin und Bastet, die werden auch meinen Dreams. Ja, die sind beide cool. Wir machen gleich ein Premium-Pack auf. Ich spreche einen Fluch aus. Du wirst nur noch LD-Pieces bekommen. Joa. Das wäre sogar ganz okay. 1200 ms, 130 LD, 40 Legendäre. Ein Jahr sparen, free to play. Was denn? Du kriegst nicht 130 Legendäre in einem Jahr free to play sparen. Wo kriegst du bitte die LDs her? Ich hoffe, das kann nicht ernst gemeint sein, Big Hedge. Das funktioniert nicht. Lohnt es sich noch, SW zu spielen? Also es bringt dir nichts im Leben, sagen wir es mal so, aber also das Spiel ist noch. Also es wird sich noch sehr drum gekümmert, es kommen immer regelmäßig Updates. Es gibt noch eine große Community und es macht sehr vielen Leuten Spaß. Also, ich würde sagen, das lohnt sich. Du wirst nicht Rang 1 werden. Das funktioniert nicht. Aber du kannst trotzdem sehr viel Spaß haben. Also, ich denke, es lohnt sich. Außer du bist schnell süchtig nach Spielen und gibst schnell gerne Geld aus, dann kann das dein Leben ruinieren. Aber ansonsten kann dir nichts passieren. 120 ms. Und jetzt zu Weihnachten knapp 250 ms LD-Legis. Viel Glück auf jeden Fall. Voll viele wollen ja auf Weihnachten selbst beschwören, kann ich verstehen. Aber ich freue mich auf die Weihnachtsbeschwörung. Diejenigen, die mir ihre Accounts anvertrauen, damit ich ein Video aufnehmen kann. Das wird cool. Freue mich schon. Ich kann nicht sparen. Ja, voll viele können nicht sparen. Ich habe da irgendwie noch nie Probleme mit gehabt, mit dem Sparen in Spielen. Ich bin eher ein Spar. Ich bin eher ein LD-Stück. Ich bin eher so einer. Ich habe Probleme damit, irgendwas auszugeben. Also ich spare irgendwie lieber mehr, weil ich mag gern hohe Zahlen. Sieht schön aus, wenn da so ein paar Millionen steht auf dem Konto. Besser als 0 oder 1 oder 100. Ja. Leona 1 vs 4 beim Turnier. Ja, das war richtig krass. Naja, meine Net5-Rate liegt aktuell bei ca. 50 ms. Das ist krass. Ein Premium-Paket zu kaufen. Ja, das mache ich gleich. Was ist mit mir? Nichts, Schwesterlein. Ein Jahr gespart und dann kamen Rika, Molong, Ethna und Feueraffe. Nice. Lesen 1200 ms und 40 Legendary und nicht andersrum. Ja, aber du hast geschrieben 1300 ms, 40 Legendary und 130 LD. Ich habe ja gesagt, die 130 LD, die funktionieren nicht. Ich werde jetzt 2 Jahre MS sparen. Viel Glück! Das bringt ja nichts außer Seelenfrieden. Ja, das ist wahr. Eigentlich bringt es mehr, wenn man Sachen ausgibt. Also in dem Spiel auf jeden Fall, nicht im echten Leben. Aber in dem Spiel bringt es mehr, wenn man Sachen ausgibt, weil man sonst die Sachen einfach bei sich rumliegen hat und man kriegt keinen Fortschritt. Also lieber mit Kristallen Refresh kaufen, damit man mehr farmen kann, bessere Runen bekommt. Und wenn man irgendwie wieder Monster braucht, dann beschwört man halt. Wenn man das die ganze Zeit da rumliegen lässt, bringt das einem nichts. Aber es sieht schön aus. Ich bin eher ein LD-Stück, Heaven. Habe ich das gesagt, dass ich ein LD-Stück bin? Weil ohne Sparen kann ich nichts erhoffen, als das, was dann Gutes kommt. Als das dann, was Gutes kommt. Ah. Hatte gerade ein Duell, der Teufel, Mephisto vs. Lucifer. Wer hat gewonnen? Wir sind gleich durch übrigens. Dann können wir noch ein bisschen RTL gegeneinander spielen. Das war beim letzten Mal richtig lustig. Ich beschwöre Weihnachten nie, weil da gefühlt immer die Raten runtergeschraubt werden, weil da richtig viele beschwören. Ja, das sagen einige. Aber
Wir hatten in den Weihnachtsbeschwörungen damals, in den vergangenen Jahren, schon richtig krasse Sachen gezogen. Und da haben wir sogar schon mal LDNet5 gezogen. Mhm. Also ich habe nicht an Weihnachten selbst Schriftrollen geöffnet, sondern 22., 23. und so habe ich meistens Schriftrollen geöffnet, damit das dann am 24., 25. hochgeladen wird und so. Danke für den Follow, Bombing, X3. Aber ich liebe die Formwandlung von meiner Cutter, macht jetzt noch mehr Spaß mit ihr zu spielen. Ich muss dich nachher mal besuchen, ich bin so gespannt, wie sie aussieht. Also ich weiß, wie sie aussieht, aber ich will es trotzdem anschauen. Auf meinem Main klappt das mit dem Sparen gar nicht, da bin ich immer zu ungeduldig, aber an Weihnachten darfst du für meinen zweiten Account schon. Ja! Sehr gut. Hast du mir schon auf Instagram geschrieben? Hab jetzt nicht alle Namen im Kopf. Steine! So, wir müssen nicht mehr viele bis 261. Noch ein LD-Stück. Noch ein LD-Stück, dann haben wir eine LD-Schriftrolle mehr. Das wäre ganz cool. Danke für den Follow, Mottesan. Durch den Shop-Refreshes Kisten im Labyrinth und immer Pieces bekommen. Und da kamen 130 LDs raus. Oh mein Gott. Mephisto. Sehr gut. Und hi, Spion. Damn, ich habe am Weihnachten 140 MS für Legi 405 bekommen. Nice. Pika, sorry, aber das ist falsch, ist nicht möglich. Ja, ich kann mir das auch irgendwie gar nicht vorstellen. Also so viele LDs kann man nicht in einem Jahr, auch nicht durch Shop Refreshes bekommen, oder? Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich unterstelle dir jetzt mal nicht, dass du vielleicht, ja, weiß ich nicht. Aber das ist, also wenn das wirklich stimmt, dann wäre das übelst krass. Und was wir hier aus diesem Shop bekommen, ist auch eigentlich richtig heftig. Also die Rate ist mega gut. Der einzige Nachteil ist, dass wir hier Mana ausgeben für alles. Ist jetzt nicht so schlimm hier. Aber wenn man wenig Mana hat, dann kann man das nicht so einfach nachmachen. Weil die Dinger relativ teuer sind. Ich habe mir auch meinen Anfangs-Mana-Wert aufgeschrieben, damit wir gleich vergleichen können, wenn wir denn durch sind. Aber ich muss sagen, das hat sich mega gelohnt. Viel besser als... Wir haben die LE. Viel besser als ein Premium-Paket. Packet. Yay. Ach ja, ich mag meine Rekanier-Formwandlung. Welche hast du? Die Sleepy OG? Und hey, Sebi the Gamer. Ja, hab ich. Du hast auch geantwortet. Ah, okay. Das war knapp. Ja, ich hab schon ein paar Sachen hier fast weggeklickt, ne? Danke für den Follow. Fiji. 130 LD im Jahr kann man locker erfahren. Was? LD? 130? Habe jetzt ein bisschen mehr als einen Monat bisschen gesammelt, ohne Shop Refreshes und 10 LDs bekommen. What? Hab seit Oktober 11 LD. Nur mit TOA monatliche LD. Weihnachten 13 LD. Echt? Ich habe irgendwie noch nie so viele LDs. Das ist krass. Warte, wir kriegen einmal im Monat eine LD. Das sind 12 LDs im Jahr. Dann haben wir zweimal TOA Hard. Wie oft wird TOA resettet? Wie oft wird TOA resettet? Uff, ich kenne doch den Unterschied nicht. Also die ich habe in der Anavel-Form, dann ist das Sleepy OG. Wir sind übrigens fast durch. Sagen wir mal ca. 15k Kristalle für Shop Refreshes. Okay, 15k Kristalle für Shop Refreshes, okay. Im Labyrinth ca. alle 5 Kisten. Ich hab noch nie eine LD im Labyrinth bekommen. Weltenboss sehr selten. Arena wöchentlich immer eine. Und dann die täglichen Login. Okay. Mephisto ist OP in RTA. Meine Playlist hat gerade gestoppt. YouTube, was machst du? So, Musik läuft wieder. Das ist krass. Aber früher hätte man das auf jeden Fall nicht geschafft. Also früher, als es noch nicht so viele Möglichkeiten gab und als man noch keine LD-Stücke und so kaufen konnte im Shop, war es auf jeden Fall nicht möglich. Kann gut sein, dass es jetzt möglich ist. Ich finde das krass. So 130 LDs im Jahr. Wow. Das ist sick.
Und wenn man sich da reinhängt. Okay. So, letzter Refresh. Dann sind wir durch. Yay, kriegen wir eine gute Rune? Ne. So, also. Fazit. Wir haben 750 Kristalle ausgegeben. Das heißt, wir haben 200 Mal auf diesen Shop-Refresh-Button gedrückt. Wir hatten vorher 14 Millionen Mana. Jetzt haben wir, ja, so, wir haben um die 3,2 Millionen Mana ausgegeben. Dann haben wir bekommen 15 MS, 2 Steine, 5 LD-Stücke und 3, ne, 5 Legi-Stücke und 3 LD-Stücke. Damn. Damn. Danke für den Follow, Evil King. Das ist richtig krass. Okay, so, vielen Dank für alles. War sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und bis demnächst. Schönes Wochenende. Bye. Und danke für alles. Good girl. So, ein Good Girl. Und ein Herz. Yeah. Und ein Kevin Herz.